schönen guten Morgen wünsche ich an alle. Das Orkantief Andrea hat uns volle Kanne erwischt. Wir haben heute den 5.1.2012. Die ersten Auslöser sind schon heute Nacht um kurz vor 11 gekommen zu uns, haben hier also zum Teil Sturmböen erreicht, die also ziemlich heftig waren. Im Durchschnitt waren sie so an die 30 bis 45 km/h, aber zeitweise waren auch Sturmböen dabei, die bis auf 65 bzw. 70 km/h waren. Die stärkste, die ich gemessen habe über die Wetterstation, lag ungefähr so bei 75 km/h. Im Laufe des Tages sollen ja die Sturmböen noch zunehmen. Ein Regenband ist auf uns Richtung unterwegs, unter anderem auch mit schweren Gewittern, so wie man auf dem Radarbild sieht. Das Radarbild werde ich auch gleich nochmal zeigen, wo man das genau dann deutlich sehen wird, unter anderem. Das sind jetzt Aufnahmen aus Weiterstadt Braunsatt. Hier bei uns der Wind ein bisschen gelegt, also er war schon heftiger gewesen. Man sieht hier, wie gesagt, eindeutig das Radarbild von wetteronline.de, wie die Wolken momentan am Ziehen sind. Sehr schön zu erkennen, unter anderem als einen leichten Strich auch die Kaltfront mit dem Starkregen, den Gewittern und auch den Windböen, die also hier gemeldet sind, bis zu 120 km/h. Wir sprechen hierbei nebenbei von einem Orkan dann. Dies sind momentan die aktuellen Blitzentladungen um 10:04 Uhr. Gemessen wurden bis dorthin 2101 Blitz in 90 Minuten. Aktuelle Blitze sind die gelben und die roten sind die etwas älteren. Und man sah ja schon anhand des Radarbildes der Wolken die Zugbahn. Dies ist die aktuelle Unwetterkarte von der unwetterzentrale.de. Und hier nochmal aktuelle Wetterbilder aus Braunsatt in Weiterstadt in Südhessen. Sofern oder beziehungsweise sobald die Kaltfront hier bei uns eingetroffen ist, werde ich natürlich weiterhin Bilder machen. Beziehungsweise filmen. Hoffen wir das Beste, dass es nicht so schlimm wird heute.